Audio Jungle. Servus, ich bin der Martin. Ich komme aus Regen und mache hier bei der Kermi GmbH in Plattling meine Ausbildung zum Industriemechaniker. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil er sehr abwechslungsreich ist und nach der Ausbildung sehr gefragt ist. Außerdem macht mir das Arbeiten mit den Maschinen besonders viel Spaß. Und jetzt kommt mal mit, ich stelle euch meinen Ausbildungsbetrieb sowie Inhalte der Ausbildung zum Industriemechaniker vor. Ich stehe hier vor unserer Lehrwerkstatt. In dieser werden im ersten Lehrjahr die Grundfertigkeiten der Metalltechnik vermittelt. Ende des ersten und im zweiten Ausbildungsjahr lernt man das Arbeiten mit den Dreh- und Fräsmaschinen, sowie das Schweißen und die Steuerungstechnik. Drehmaschinen werden zur Herstellung von runden Werkstücken verwendet. Das Hauptmerkmal der Drehmaschine ist, dass sich das Werkstück bewegt. Das Werkzeug steht still. Und jetzt werde ich den Durchmesser dieses Rundstalls durch Längsdrehen auf das gewünschte Maß bringen. Dazu verwende ich einen Längsdrehmeißel. Bei der Fräsmaschine ist das anders. Der Unterschied zwischen Fräs- und Drehmaschine ist der, dass sich bei der Fräsmaschine nur das Werkzeug bewegt. Das Werkstück ist fest am Schraubstock gespannt. Und jetzt werde ich eine Passung mit dem Schaftfräser fräsen und anschließend mit dem Digitalmessschieber messen. Der Digitalmessschieber misst auf 1/100 genau. In den dritten und vierten Ausbildungsjahren kommt man in verschiedene Abteilungen und man arbeitet mit den Facharbeitern zusammen. Meine Ausbildung bei Kermi macht mir besonders viel Spaß, weil ich fachlich sowie persönlich sehr gefördert und gefordert werde. In der hauseigenen Ausbildungswerkstatt arbeiten wir im Team zusammen und können so sehr viel voneinander lernen. Unter den Mitarbeitern, Meistern und Auszubildenden herrscht ein super Betriebsklima. Jeder hilft jedem. Die Mitarbeit an echten Projekten gefällt mir sehr gut. Bei der Wahl meines Ausbildungsberufes war es mir wichtig, dass ich eine qualitativ hochwertige Ausbildung bekomme und dass die Firma einen guten Ruf hat. Dies ist bei Kermi unbedingt der Fall. Außerdem gelange ich mit dem Zug, der unmittelbar neben der Firma hält, täglich ohne Probleme in die Arbeit. Nach der Ausbildung möchte ich gerne bei Kermi bleiben. Wenn ich etwas Berufspraxis erworben habe, möchte ich nebenberuflich gerne den Meister oder Techniker machen. So, ich hoffe nun, jetzt bist auch du neugierig auf Kermi geworden. Wir freuen uns auf dich.